Hallo und willkommen hier zu Yu-Gi-Oh! Und zwar heute erkläre ich, wie ihr gegen mich spielen könnt. Meistens spiele ich hier Yu-Gi-Oh! Pro The Dawn of a New Era. Um mich hier zu finden, also hier das Ding einfach downloaden, also in Google eingeben, downloaden. Und man braucht keine E-Mail-Adresse oder sowas, braucht einfach nur Benutzername und Passwort, um sich zu registrieren. Dann, um mich zu finden, geht ihr auf Chat. Dann auf Online, das sieht man halt, die was gerade online sind. Hier unten, wenn ich online bin, dann könnt ihr hier meinen Namen angeben. Baldi Liar. Zumindest hier. Und dann auf Enter. Und dann sollte eigentlich dann ich da stehen, falls ich gerade online bin. Wenn ich online bin, dann könnt ihr zum Beispiel da, den da, dann auf Rechtsklick mit der Maus und Add Friend. Ja, okay. Dann geht man unter, oder macht das, Add Friend, geht man unter Friends und dann ist der da drin und man kann es auch wieder wegmachen. Ja, das ist eigentlich, oder man challenged him hier für ein Duell, da mit den, oh, man sieht es nicht, so, jetzt hier mit den Master Rules, mit den Original Synchroxid Pendulum oder die neuen halt links, das Feld, dann ein bewertetes oder nicht bewertetes Match, meistens spiele ich immer das, welche Banliste und welche Karten sind erlaubt, ich bin meistens auch immer da dabei, weil manche Karten sind ja schon die neueren, man will sie halt austesten, die sind halt nur in OCG dabei. Und den Typ entweder ein einfaches Spiel oder ein Match oder auch sogar ein Tech-Spiel, also zusammen. Obwohl, das ist, glaube ich, da so bei der Challenge nicht so gut. Am besten entweder Match oder Single. Ja, das war's eigentlich dann schon. Also man kann dann, wenn man wieder zurückgeht auf Home, also wie gesagt auf Chat, dann, wenn man auf Duell drückt, dann gibt es hier PvP, also ein Spieler gegen Spieler. Das ist ein Singleplayer, das ist nicht so ausgereift, würde ich mal sagen. Dann hier, dann meistens unranked und dann sind hier die ganzen, die bis online sind, auf Refresh, kann man das refreshen. Oder man kann auch einen eigenen Host machen. So, und dann kommt man da drinnen, dann einfach da drauf drücken. Wenn ein anderer drinnen ist, dann auf Starten. Und, also wenn ein anderer drinnen ist und auch ein Hakel hier reinsetzt, zum Beispiel hier Absolute Zero 21. Der macht jetzt den Hakel und dann kann ich schon auf Starten. Machen wir einfach mal ein Probeding. Dann natürlich ist hier Schere, Stein, Papier. Der Verlierer darf nicht aussuchen, der Gewinner darf aussuchen, wer beginnt. Zum Beispiel jetzt hier. Ich habe hier jetzt das Lunalicht-Deck. Und ja, dann hier sieht man immer die Kartendinger dann. Kartenbeschreibung, Effekte. Hier kann man einstellen, das ist zum Beispiel die Kartenplatzierung, wo es hinkommt. Das ist automatisch, außer bei dem Monster jetzt. Okay, machen wir das einfach da mal. Holen wir uns das. Spielen wir einfach ganz schnell. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Aber naja. Kann ich da noch irgendwas machen? Ja. Und beenden wir einfach. Ich habe jetzt nicht so eine gute Hand. Dann ist da einfach Battlephase, Mainphase und Endphase und so weiter. Und dann wechselt sich das Ganze. Und es kettet. Man kann es da automatisch anketten. Meistens eher angestellt, kettet das automatisch ein. Da aber Duel Log kann man also anschauen, was da gerade passiert ist. Immer wieder. Okay, ich spiele gerade gegen ein Dino. Dann bei den Einstellungen kann man da Gegner stumm schalten, Zuschauer stumm schalten und was weiß ich, was das alles ist. Soundeffekte, Musik an. Ich habe das jetzt aber abgestellt, weil das ist so nervend. Ja. Dann hier den Deck, Friedhof einfach draufdrücken mit der linken Maustaste, zeigen, kann man da, genauso wie ein Gegner. Da sieht man natürlich nicht rein. Da ist das extra Deck. Okay, kann man da nicht nachschauen. Es ist, schließt sich immer wieder, wenn man nichts tut, aber. Okay, durch die scheiß Spielmarke kann ich das nicht aktivieren. Das ist ein Problem, weil.
Dieses Lost World, das ist wirklich sehr, sehr nervend. Okay, und dann gibt es natürlich hier auch wieder immer Anketten, normal Anketten, Ketten ignorieren. Und wenn man wirklich keine Chance hat, kann man hier einfach aufgeben drücken. Und das mache ich jetzt, dass ihr nicht zu viel Zeit verplempern. Tut mir leid. Ah ja, genau. Da unten kann man auch noch zum Beispiel hinschreiben. Zum Beispiel, sorry. I must go. Und dann auf Enter, dann kommt das daher. Und dann muss man, kann man aufgeben, zum Beispiel jetzt drücken. Dann kommt das, you lose oder you win, je nachdem. Das wird dann auch gespeichert. Als Replay kann man dann andere Namen oder was immer dann auch speichern und abbrechen. Und dann ist man halt wieder da zurück. Dann, wie gesagt, da gibt es Replays dann zum Anschauen. Kann man wieder alles öffnen, zum Beispiel wenn ich da jetzt drauf drücke. Und da machen wir halt das jetzt mal auf. Da kann man auf Lade Replay, dann kommt das einfach da alles. Okay. Ich glaube, es ist so, dass manchmal kann tauschen die Ansicht vom Gegner und von einem selber. Und dann rennt das alles sehr schnell durch. Man kann natürlich auch pausieren, einen Schritt weitermachen, noch einen Schritt weitermachen und so weiter. Dann wieder abspielen. Oder hier einfach beenden, dann ist es auch zu Ende. Ja. Also wer das jetzt sehen will, dann kann ich das ruhig noch lassen. Ich glaube, das war ein Burn Deck. Ja, die fallen gerade jetzt eigentlich ziemlich gut. Das Problem ist bei diesen The Dawn of a New Era ist, dass nicht immer gleich die neuesten Karten, die schon vorgestellt werden, schon online sind. Die Updates dauern recht lange, bis die kommen. Es wird immer gefragt, ja, ob man spenden will. Man kann es natürlich wegdrücken und dann kommt immer so ein anderes Kommunikationsfeld, entweder irgend so ein Kaiba oder sowas und der redet die ganze Zeit einfach lassen, weil wenn man es wegdrückt, kommt er wieder. Man kann es eigentlich, glaube ich, wegmachen, aber ich glaube, das habe ich zwar gemacht, aber es kommt immer wieder. Da unter Optionen kann man da das Ganze einstellen, da Show Advertisements habe ich jetzt weggemacht. Da, eigentlich will ich ja das speichern, aber irgendwie kommt das immer wieder. Okay, gut, das war Yu-Gi-Oh! Pro The Dawn of a New Era. So könnt ihr mich finden. So, ich zeige euch hier dann nochmal den Namen. Hier, so ist der Name auf The Dawn of a New Era. Dann natürlich sehr, sehr selten jetzt überhaupt, weil ja die Links da sind. Aber natürlich kann man es versuchen oder in den Kommentaren schreiben, dass man vielleicht auf Death Pro gegen spielen will oder so. Das ist ja, es ist sicher benutzerfreundlicher und so. Aber hier zum Beispiel das da, hier heiße ich TV Soul. Da einfach genau. Also man ist am Anfang, wenn man sich registriert, da muss man aber leider eine E-Mail-Adresse und so weiter angeben. Wenn man sich da, aber es ist auf Deutsch. Das andere ist auch auf Deutsch, aber das ist halt, glaube ich, wirklich Deutsch-Deutsch. Und dann kann man auf Chat Beta dann nehmen. Hier wieder in der Search-Liste. Kann ich mich sogar selber suchen? Nein, doch nicht. Warum nicht? Oh, man muss auf Benutzerliste dann zuerst gehen und dann hier. Und dann auf Suchen, dann kommt man hier, dann das zu Freunden, dann geht man hier auf Freunde, dann wäre da ein bisschen was drin, keine Ahnung, wer die alle da sind. Und ja, okay, ich kann nicht mein eigener Freund sein, ja gut, aber so könnt ihr mich finden und als Freund hinzufügen und dann mir einfach eine Nachricht, glaube ich, schicken, einfach so geht es. Kann man Profil anzeigen. Okay, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Oder vielleicht muss man online sein, damit es geht. Das kann natürlich auch sein. Genau, dann hier ist auch natürlich hier Deck.
Okay, ich habe da hier ein paar Timelords gerade und irgendein ausgeflipptes Deck. Dann, ja, da einfach so wie bei den anderen, das findet man alles selber hier, was es sich. Rückbetrügerin heißt es hier noch. Die Namen sind ja alle nicht so richtig. Manche heißen auch anders. Okay, dann einfach X. Dann hier gibt es ebenfalls Replays. Und genau eigentlich wie das andere ist es genauso. Nur hier kann man ein ungewertes erstellen. Oder einfach schnelles machen. Ein Single. Dann wartet man, bis man da Dings ist. Kann man auch wieder da das einfach das Hakel machen. Vielleicht kommt dann wer rein, dann kann man starten und so weiter. Ist genau dasselbe eigentlich. Ja, hier, wie gesagt, bei DevPro heiße ich TBZoul. Einfach das und dann kann man mich suchen. Ich bin öfters ja, wie gesagt, in The Dawn of the New Era online. Einfach, wenn ich online bin, anschreiben, dass ihr mich vom Video habt oder so. Und dann am besten auch noch den Video, den YouTube-Channel-Name oder euer Name, einfach euren Kanalnamen reinschreiben, dann kann ich das in einem nächsten Video dann mit einbringen. Ja, das war's dann eigentlich. Und ich wünsche euch dann auch viel Spaß, mich zu suchen. Ich muss zugeben, es bin jetzt nicht so regelmäßig online, aber wenn ihr mich habt, dann seid ihr garantiert auch im Video drinnen. Aber natürlich müsst ihr kurz dann warten, weil manchmal die Software zum Aufnehmen nicht so gut geht. Ich schreibe es euch dann eh. Einen kurzen Moment dann noch. Software funktioniert noch nicht richtig und dann geht schon alles. Wir können auch mehrere spielen, wenn nicht mehrere gleich antworten. Ist alles okay. Wie gesagt, falls euch das Video gefallen hat, abonniert mich. Schreibt in den Kommentaren euren Decknamen, vielleicht suche ich euch. Falls ich gerade online bin. Und ja, bis zum nächsten Mal.